So Leute, normalerweise kennt ihr ja genau das von mir, so wie ihr mich jetzt gerade seht. Ich habe aber, ihr habt ja bestimmt schon am Thumbnail gesehen und natürlich auch am Titel, mein Sohn kam mit einer Matheaufgabe nach Hause. Und wir haben lange da gesessen und haben überlegt, überlegt und überlegt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es eigentlich für viertes Schuljahr verdammt schwer. Ihr werdet zwar jetzt vielleicht noch lachen, aber ich werde euch die Aufgabe mal einblenden. Und schreibt mir einfach die erste Lösung, auf die ihr kommt, wo ihr denkt, die ist richtig. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich sehe es ja ganz einfach, wer am schnellsten ist, denke ich mal, hat dann auch am schnellsten gerechnet. Weil ich wollte eigentlich noch live gehen, aber meine Frau ist noch am Kochen und jetzt für eine halbe Stunde offline gehen oder für 20 Minuten ist Schwachsinn. Also ich denke mal, da ich so um ja, so sechs, viertel nach sechs wollte ich eigentlich dann da sein. Dann werde ich erst meine Rette die Weltaufgaben machen und dann werden wir wahrscheinlich Custom Games machen. Natürlich wieder auf YouTube und Twitch. Ihr seht es unter der Kamera. Da ist ja einmal jetzt das Twitch-Zeichen, einmal das YouTube-Zeichen. Also gerne auch auf Twitch Support da lassen. Unten die Leiste ist auch von Twitch, also Bits und die Spenden allerdings können auf beiden Seiten gemacht werden. Das ist dann eine andere Geschichte, aber kommen wir jetzt erstmal zur Aufgabe. Wie gesagt, so sechs, viertel nach sechs rum bin ich rum da, denke ich mal. So, Achtung, das ist die Aufgabe. Gesucht wird eine fünfstellige Zahl. Fünfstellige Zahl wie zum Beispiel 10.000. Ist eine fünfstellige Zahl. Diese Zahl muss aber durch 50 teilbar sein und mit einem Rest von 23. Diese fünfstellige Zahl muss aber auch teilbar sein durch 7 und Rest 1. Also hier nur so als Beispiel, falls ihr gerade überhaupt nicht wisst, was ich meine, zum Beispiel 73 ist die 50, geht einmal in die 73 rein und 23 bleiben dann als Rest. Wäre hier 73. So. Dann nehmen wir hier die 73, da sind wir dann bei, lass mich lügen, 10, bleibt aber ein, also 10 mal geht die 7 in die 70, bleibt aber ein Rest von 3. So, das Problem ist, wir suchen schon mal alleine keine zweistellige Zahl, sondern eine fünfstellige Zahl. Also eigentlich 10.000, 10.000 wissen wir aber selber, nehmen wir direkt 10.023, ja, das passt. Aber wird hier auch nicht passen, weil genau das haben wir ja eben auch schon probiert. So, dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß mit dieser Matheaufgabe. Wie gesagt, viertes Schuljahr. Ich wiederhole, viertes Schuljahr, nicht Hochbegabtenschule, ganz normal viertes Schuljahr. Ich bin mal gespannt, wer die Aufgabe überhaupt gelöst bekommt. Und in dem Sinne, euch viel Spaß mit der Aufgabe. Und ich bin, wie gesagt, um viertel nach sechs rum wieder da. In dem Sinne, bis gleich.